So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Nightingale. Weiter geht's mit einem Live-Let's Play auf Twitch Stream. Das Video nach eigentlich hochgeladen. Ist immer noch Erlixis, das Ganze. Und in der letzten Folge haben wir gebaut. Und ich weiß, dass einige die Baufolgen überspringen, andere gucken die Baufolgen gerne. Ich dachte aber, wir schauen uns das Haus noch schnell an, das wir gebaut haben in dieser Folge. Denn es ist schön geworden. Es ist noch nicht eingerichtet, aber es ist schön geworden. Wir haben eine schöne Grundstruktur. Ne, das ist hier die Innenseite. Irgendwie ist hier das Dach ein bisschen komisch, oder? Na, wir lassen es mal. Dächer in solchen Games, ne? Immer ein bisschen ein Problem. Hier schöner Ausguck. Dann können wir hier eine Treppe runter. So. Und hier auch viel, viel Platz. Und vor allem, wenn man es von außen betrachtet, sieht es noch besser aus. Ne? Das hat was. Das hat was. Hier schön am Hang. Schön hier mit dem Flüsschen. Wir brauchen halt nur noch Licht. Lampen und Co. Dafür brauchen wir Pressglas. Das hatten wir nachgeguckt in der Baufolge. Ne, und so sieht es von unten aus. Wo man einmal da stehen kann und rausgucken kann. Ne, mit Überdachung. Und da. Kann halt nicht mit Enshrouded mithalten. Ja, also wenn man die Spiele zum jetzigen Zeitpunkt vergleichen würde, würde ich dir recht geben. Naja, was heißt würde, ich gebe dir recht. Ich finde auch, dass es mit Enshrouded zum jetzigen Zeitpunkt nicht mithalten kann. Ich sehe aber in Nightingale nach wie vor sehr viel Potenzial. Also das Grundgerüst ist sehr gut. Es ist halt ein bisschen zu grindy. Aber da guckt wieder was raus oben. Dächer, furchtbar. So, aber die Idee war, kurz zu gucken, ob wir Pressglas in Auftrag geben können und was wir dafür vor allem brauchen, dass wenn wir in der Welt unterwegs sind, dass wir dann die Sachen mal machen können. Nein, ich glaube, für Pressglas brauchen wir tatsächlich noch schnell einen Moment. Wie wäre es ohne Caps? Pressglas. Dafür brauchen wir eine Feuerschale und eine Schmiedeesse. Holy moly. Ich überlege mir gerade auch, ob ich vielleicht die Räume ein bisschen einteile, ne? Ich meine, es ist jetzt einfach alles offen. Hetzbaren Schaft und Hammerkopf. Geht ja gar nicht. Bin verwirrt. So, Moment, schnell. Wir bewegen den hier rüber. Und den bewegen wir mal schnell hier rüber. Dann drehen wir das. Und schnell so. Also. Schaft, das läuft übers Holz. Dachte ich. Ah ja, wir können eigentlich noch... Ich muss eigentlich meine Sachen noch reparieren. Ich glaube, es wird eine... Wir stellen ein paar Sachen her. Folge. Wo kriege ich denn... Wo machen wir denn den Schaft? Ja, wir können einen Zylinder machen übrigens. Dann könnte ich eigentlich den blöden Hut weglegen, ne? Aristokratenhosen, die klingen eigentlich auch ganz gut. Wir bräuchten verbesserte Fasern. Und Filz. Aber ich habe die Sachen natürlich alle nicht richtig eingelagert.
Sie baut Holz und tut es wieder an die Feuerstelle? Das tut sie immer. Laurence macht das immer. Filz. So, jetzt mache ich eine Klasse 2. Na, hier war die Gerberstation. Nee, doch, das dürfte gehen. So. Aber die stehen auch alle noch falsch rum. Was hatte ich denn hier drin? Ah, das ganze Holz. Ja, das ganze Holz kann eigentlich hier hin. Jetzt steht es wieder falsch. Ich versuch's nochmal. Jetzt haben wir's. So, das muss man tatsächlich hier. Den bewegen wir aber dann doch hier hin. Du bist noch dran. Das sind die ganzen Erze. Ist ein Großteil. Ätzbaren haben wir hier ein paar. Das heißt, ich schmeiße mich schon mal rein. Ah, das müssen Eisenätzbaren sein. Ja, moinsen. Na, das wird spektakulär spannend dann. Die Samen. Hier habe ich eigentlich noch nichts ansortiert, ne? Richtig faul. Irgendwo nochmal. Ah ja, hier. Das müssen effektiv Eisenbarren holen gehen, ne? Hier haben wir ein Pressglas. Das ist Zinn. Also, aber ein Schaft. Habe ich das falsch rum aufgestellt? Was fehlt denn, um einen Schaft zu machen? Ich konnte hier doch Schäfte machen. Oder waren die Schäfte auch hier? Mit Barren. Schrauben mit Muttern. Eigentlich anzünden, Mann. Ein Schaft, bitte. So. Die kann ich nicht nehmen. Können wir die Ätzbaren vielleicht hinzufügen oder müssen es... Nein, es müssen wirklich Eisenätzbaren sein. Das ist ja ätzend. Ah. Schauen wir schnell, ob wir doch noch Eisen im anderen haben hier. Ich fürchte, wir müssen nochmal abbauen gehen und so. Nee, mal ich hier. Nein, das ist auch nicht der. Normalbaren. Ziehbaren. Nehmen die mal schnell mit. Geben die Aristokratenhose in Auftrag. Ich hoffe, die wird gut. Basis.
Lässt sich aber upgraden, würde ich meinen. Schafft, schafft, schafft. Nur einen Schaft. Ich pack mal schnell die Steine auch hier ein. Und das Pulver. Jetzt habe ich wieder mehr gemacht als irgendwie. Stiefel. Was? Wir haben gute Stiefel? Ja und nein. Naja. Porzellan, Sandstein. Metallspitze. Zinn ist geschliffen. Juwel. Das ist Papier. Roboterteile, ja, warum nicht? Mich stört das sehr, dass wir teilweise keine Anzeige haben. Ne? Also ich, diese Placeholder. Finde ich, wenn es ganz wenig Placeholder sind, ist okay, aber das hier sind mir zu viele Placeholder. Das ist ein Testobjekt. Okay, so. Jetzt will ich doch noch kurz gucken, ein Zylinderchen. Pilz und verbesserte Fasern. Die Frage, ob ich eine Stufe 2 Fasern irgendwo rumliegen habe. Habe ich dann nämlich nicht. Ja, das dürfte ordentlich was machen. War viel zu viel. Wir waren halt viel zu viel Material, ne? Bewegungstempo ist hier höher, das ist natürlich ganz schön. Okay, 120. Weiter geht's noch nicht. Ah ja, ich wollte die Dings noch umstellen, ne? Ich glaube, ich lasse die tatsächlich doch hier. Ich lasse das alte Haus noch stehen. Ist schön zu sehen, wie es angefangen hat. Okay, das sind die Stiefel. Wenn ich die noch kriegen, wir die noch beide dran. Robustheit anwenden. Ja, sehr schön. Was haben wir hier? Miasma. Resistenz. Könnte ich den nochmal? Nein. So, und den letzten Slot. Dafür müssten wir episch sein. Sind wir nicht. Fallenstellerhemd. Was haben wir hier eigentlich? Einfaches Hemd. Und dann die Handschuhe sind halt auch kacke.
Rüschenhandschuhe, verbesserte Fasern und Filz. Tja, die verbesserten Fasern müssen wir zum Beispiel in der Wüste schnell holen. Und ich weiß nicht mehr, wo wir Eisen hergekriegt haben. Mann, ist es dunkel. Wo hatten wir denn Eisen hergekriegt? Gästehaus. Ja, im Grunde genommen... Achso, das Gästehaus hier, meinst du? Jetzt hat es auch bei mir Klick gemacht. Entschuldigung. Moment mal. Umbenennen. Sumpf düster. Wüste Jagd. Jagdwald. Also hier kriegen wir sicher die Sachen, die wir brauchen. Ich kann mich halt einfach nicht auf Kämpfe einlassen. Und eigentlich müssten wir noch mehr diese K-Dings-Essenzen holen. Dann auf entspannter Basis noch die guten Waffen kaufen. Ich will nämlich doch mal wissen, was es ist, also wie das ist, wenn wir so eine richtig gute Knarre haben, ne? Ich merke aber schon, muss ich an der Stelle sagen, dass sich bei mir die Erschöpfung für das Spiel etwas breit macht, weil wir unfassbar viel grinden müssen. Ne? Also das kehrt bei mir schon langsam ein. Das Haus noch schön machen und so, da habe ich total Bock. Auch hier 44 Essenzen, nur um das abzubraden. Das ist zu viel. Die haben sich verschätzt. Ich denke, die dachten sich beim Programmieren, lass uns das lieber mal zu hoch einstellen als zu tief, weil runter korrigieren wird die Community immer feiern, aber hoch korrigieren ist immer eine schwierige Sache. Oh, das sieht aber auch von weitem schön aus. Ich bin stolz auf das Haus. Auch wenn da die Dachplatte wie irgendwie komisch ist, das hat das Spiel noch nicht 100% richtig im Griff. Weil ich meinte, wir hatten es eigentlich richtig hingestellt. Könnte auch sein, dass wir hier Stufe 3 oder 4, wahrscheinlich Stufe 3 Fasern kriegen. Dann würden wir das sogar noch besser herstellen. Ich bin ready. Also. Das ist primitiv. Alles primitiv. Ich hab doch sicher hier auch nicht primitiv. Das Ding ist, in der Wüste weiß ich genau, wie die aussehen. Im Sumpf weiß ich aber eben nicht mehr, wie sie aussehen. War das die? Nein.
sieht schlecht aus. Ist das da ein Ochse? Das ist Schiefer. Schiefer ist nicht das, was wir suchen. Scheint auch Schiefer zu sein. Wie schnell sind die denn bitte? Ich glaube, Eisen hatten wir irgendwo in der Höhle oder so. Das ist Kobalt. Oder wir kaufen uns das Eisen einfach, das würde auch gehen, ne? Bei einem Händler. Wir brauchen nur 10. Wollen wir zum Händler? Ja, eben gehen wir zum Händler. Ich denke, das kostet nämlich eh blaue Ressourcen und davon haben wir noch ein bisschen was. Nicht in der Wüste auch Eisen. Das kann gut sein, dass es in der Wüste ist. Ich weiß es eben nicht mehr. Die Hälfte hier vergessen. Das ist alles primitiv, das ist aber nicht das, was ich suche. Ich sehe auch keine anderen, ne? Ne, trotzdem hat alles mit dem potenziell repariert. Was ist das denn? Ah, Tomaten! Nett. Könnten wir vielleicht mal anständig kochen oder so. So, Mr. Händler. Wie viel würden so Ätzbaren kosten, rein theoretisch? Warenzinn. Vielleicht hat er das auch gar nicht, ne? Nein. Ich vermute, dass er Zinn hier hat, weil wir hier im Sumpf sind, ne? Und dass wir Eisen doch aus der Wüste kriegen. Das heißt, wir gehen doch nochmal zurück. Gucken mal schnell, ob wir in der Wüste an die Sachen rankommen. Weil... Pressglas würde ich schon noch unheimlich gerne machen, damit wir eine schöne Beleuchtung drin haben. Ein paar Tische, ein paar Stühle und so, dass es nicht so leer aussieht, dass es auch wirklich heimisch aussieht. Ich meine, potenziell hätten wir schon Sachen. Nein, jetzt hat er wieder das neu aufgemacht und das macht er jedes Mal. Hier zum Beispiel. Das ist ein unheimlich schöner Tisch. Geschnitztes Holz und Stoff bräuchten wir dafür nicht. Ich glaube eben, dass wir also geschnitztes Holz sicher noch irgendwo haben.
Das hatten wir nämlich gefunden. Irgendwo. War das andere nicht Stoff? Hier haben wir erweiterte gebundene Fasern. Ich wusste doch, ich habe irgendwo. Dann doch hier drin. Das ist halt alles Filz, das ist nicht Stoff. Lass mal stehen. Holz und geschnitztes Holz, einfach zwei Stühle. Einfach, dass es nach was aussieht. Nur so viel, schnell, schnell. Machen wir noch schnell einen Schaukelstuhl rein. Ich mache das Portal schnell auf, weil das dauert eh einen Moment, bis er das geladen hat. So, jetzt steht das natürlich wieder nicht dran. Wüste Herbarium. Ich glaube, der war's. Ja, mach mal auf, bitte. Ich könnte auch einfach alle aufmachen. Hier haben wir noch einen Schaukelstuhl. Entschuldigung, ich bin hier eh falsch. Warte mal schnell. Ja, der hier. Ich könnte auch die nehmen und die upgraden, oder? Ich meine, die sind prinzipiell nicht schlecht. Ach so, das ist ein Sakko. Nee, dann lassen wir die mal. So. Jetzt werden wir dann gleich sehen, ob in der Wüste die Sachen droppen, die wir brauchen. Hier um die Ecke. Wir hatten, glaube ich, bei diesen Anlagen hier. Hier waren, ja, das ist 200, aber es gibt auch die, die weniger kostet haben. Wie weit ist der eigentlich abgegradet? 58. Dreimal nix. So, Paul, sag mir doch mal schnell, ob du jetzt hier Eisen hast. Dann auch Zinn, Zinn, Zinn. Kupfer, Jute, Quarz, Augen, Salz. Tja, hier macht's mir nicht einfach.
Tja, wollen wir jetzt auf einen Berg und gucken, ob wir da was finden? An einem Berg? Ja, das ist Wüstenfasern. Die sind Stufe 2. Das sind die, die wir brauchen. Zum Bauen machen und upgraden. Also, wir schauen mal schnell hier. Also, das ist ziemlich sicher Kupfer. Ich hatte das irgendwo gefunden, aber ich weiß eben nicht mehr wo. Das Problem ist, ich kann auch nicht genau deklarieren. Das ist Salz. Das ist Salz. Das ist Kupfer. Pro und Contra in dem Spiel in meinen Augen. Also Pro ist auch das, was Contra ist. Und zwar, das Spiel hat extrem viel, also du kannst wahnsinnig viel machen, im Sinne von, du hast so und so viele Ressourcen und alles in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Das ist aber im gleichen Atemzug auch das große Contra, weil du zu viel hast, teils. Ja, das ist Silber. Silber! Das Spiel hat eine wahnsinnig gute Grundbasis, aber es ist mir etwas zu grindy, es ist zu viel, als ob das Spiel auf Multiplayer ausgelegt wäre. Also als ob es nicht vorgesehen wäre, dass du eigentlich Solo spielst. Ansonsten aber eigentlich sehr gut. Es ist halt noch, also aus meiner Sicht ist es noch ein bisschen mehr im Early Access Zustand, als man sich das eigentlich heutzutage gewohnt ist von Spielen, die rauskommen. Andere Spiele, die rauskommen, sind schon deutlich weiter und nicht so stark im Early Access wie Nightingale. Das ist, glaube ich, auch der größte Vergleich, warum Enshrouded zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt, wo die beiden Spiele draußen sind, halt gefühlt schon weiter ist, weil es, glaube ich, weniger viel im Early Access ist als Nightingale. Ich glaube, Nightingale braucht da noch viel mehr. Ja, manchmal ist weniger mehr, ja. Aber sie haben eine gute Grundstruktur. Wenn sie die benötigten Ressourcen für viele Sachen runterschrauben, ein paar Items früher zugänglich machen für allgemein die Leute, dann bin ich der Ansicht, dass das eigentlich gut kommt mit Nightingale. Es ist ein bisschen abhängig davon, was sie draus basteln. Builds, verbesserte Fasern, also. Verbesserte Fasern, ich habe gar nicht so viel mitgenommen, ne? Okay, das lässt sich nirgendwo darauf anwenden. So, dann machen wir mal diese coolen Handschuhe. Bin auch gespannt. Schaft drin. Ja. Ich
Ich glaube, das hat nicht gereicht, um noch was herzustellen, ne? Ja, nur einen. Ja, Chat, sagt mal, was ist eure Ansicht jetzt so von Nightingale? Die, die auf YouTube zugucken, als Video, oder auch die, die jetzt schon eine Zeit lang unterwegs sind, was sagt ihr? Oh ja, Regale. Nein, jetzt hat er das... Ich krieg so die Krise, dass sie jedes Mal Sachen aufmacht, die ich nicht will, dass er sie aufmacht. Warum? Warum? Wer hat das geklickt, bitteschön? Bauholz, geschnitzt. Du fühlst es null, okay. Freut mich trotzdem, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob ich Gesundheit drauf schmeißen kann. Ich das einfach noch upgraden? Ja, komm, machen wir es einfach so. Als hätte ich eine andere Wahl, als hier zu sein. Gut, das gibt dem Keller wieder 3 Tage kein Essen. Du wolltest es so. Das geht gar nicht. Du magst das Spiel jetzt leider als Sätze. Ich denke auch, dass wenn es ein bisschen weniger grindy wäre, wäre es besser. Ja, du hast Hunger wieder. Nicht, dass wir wieder verhungern, das mir nämlich passiert. Kein Platz mehr. So. Hey, die Handschuhe sind ja schick. Also ich würde sagen, der Turban gehört einfach dazu, der ist mittlerweile Teil unseres Ichs. Das ist nun mal jetzt einfach so. Ein Bauholz braucht so ein Regal.
mache jetzt trotzdem ein bisschen Inneneinstattung, ne? Obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Aber ich kann einfach nicht anders. Es muss ein bisschen nach was aussehen. Stühle, Tisch, Erweiterungen, nein. Verbesserungen, nein. Licht. Ja, hier zum Beispiel, ne? Pressglas, Ätzbaren, die bestehen alle aus Ätzbaren. Das ist alles Pressglas, ne? Das ist alles Pressglas. Und Ätzbaren. Ich weiß nicht, warum die immer Ätzbaren wollen. Eine Linse. Auch wieder Pressglas, eine Linse. Naja. Gut. Solange du kein Gesicht am Hinterkopf bekommst, ist der Turban doch völlig okay. Der Bestrafungsraum für die Mitarbeiterin hin, die jedes Mal mit kostbares Holz verfeuert. Tatsächlich lassen wir sie sein. Schon okay. Sie strengt sich ja an. So. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir hier vielleicht Eisen kaufen können. Ich meine, in der Wacht müsste ja alles sein, ne? Also wenn wir es in der Wacht nicht haben, dann haben wir es nirgendwo. Metallbarren aus Zinn. Sandstein, Quarz, Primitiv, Koralle, Zinn, 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 Gold, Zinn, 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 Perle, Quarz. Okay. Schusswaffen könnten wir hier aber herstellen. Die Frage ist halt nur, Webley Revolver. Wollen wir den kaufen oder die, also, ich glaube, ich kann den nämlich auch kaufen. Brauche ich einfach mehr Essenzen. Oder halt herstellen. Zinn, 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 Zinn. Quarz. Schwefel. Ich verkaufe nur Zinn, Gold. Ich verstehe das halt nicht. Du hast in einer Versorgerwelt für Eisen. Okay. Ja. Mir sind es zu viele Ressourcen unterteilt in unterschiedliche Sachen. Dann brauchst du Eisen hier und dann brauchst du Eisenätzbaren da und dann brauchst du explizit Zinn hier und dann muss es Kupfer da sein. Dann darf es da wieder nur Silber sein und dann musst du wieder in die Welt, um das zu holen, in jene Welt, um das zu holen. Der Essenzländler hat dann aber dann das wieder nicht. Stellt euch vor, ich finde eine Welt, wo ich einfach super viel Eisen abbaue. Ich wäre der reichste Mann in diesen Welten, indem dass ich das dann einfach verkaufe. Weil ich der einzige Händler bin, der Eisen verdient. Ich habe das Gefühl, die haben alle das gleiche an Angebot übrigens. Ja, ja. Ist alles Zinn. Das ist alles Zinn. Ich kaufe mal schnell diese Pistole, die wurde mir von euch nämlich empfohlen. Du brauchst ja auch Kohle und Eisen für Stahl. Ja, so weit werden wir wahrscheinlich nicht spielen. Das ist, wir machen mal schnell noch eine Aktivität mit anderen. Weil irgendwann ist auch gut. Sie müssen für mich den Grind massiv runterschrauben. Ansonsten habe ich langfristig keinen Spaß. Ich denke, es geht vielen so. Ich meine, nur schon das Haus zu bauen hat sehr viel gekostet, ne? Ja, jetzt leckt's hier wieder.
Das gab deutlich mehr Staub. Ich lasse die anderen einfach machen, die sind eher auch stärker als ich. Wie er das halt gedroppt hat. Mic drop. Ja, so schwach bin ich hier gar nicht. Was du wieder anderen willst. Was für Eisexplosion. Wann ist das laut? War das schon immer so laut? Was sagst du? Okay. Also wir hätten ja theoretisch auch noch ein bisschen Zauber und Sachen in die Richtung. Dauert halt einfach alles zu lange, bis wir da irgendwie ankommen. Ouchen. Jetzt hat er die Ressourcen genommen. Ich habe die Ressourcen nicht gekriegt, weil er schneller geklickt hat. Alles beim den Eruptionszauber ist mega stark. Okay. Ja, ich lasse mich hier einfach ziehen. Die machen das schon. Ja, ich muss sagen, ich hatte bis hierhin schon viel Spaß in Nightingale. Ich freue mich, wenn hier noch deutlich mehr dazukommt. Wenn die ganzen Icons übersichtlicher gestaltet sind. Wenn sie den Grind hoffentlich runterschrauben. Kann ja nicht der Einzige sein, der das fordert. Ja, die Truhe ist sicher auch leer. Ah ne, da ist Holz drin. Will ich sie kaputt machen? Nicht bei dem Schaden, den ich mache. Also, wir machen es folgendermaßen. Ich werde jetzt noch die Ressourcen zusammentragen für den Revolver. Wenn ich den Revolver jetzt noch auf schneller Basis machen kann, dann machen wir den noch. Und wenn ich den nicht auf schneller Basis machen kann, dann lassen wir es, glaube ich, sein. Eisen will ich eigentlich noch holen, um das Pressglas noch zu machen, dass ich dann noch eine Baufolge dranhänge. Dann bauen wir noch die Brücke, von der ich immer mal wieder gesprochen habe. Und dann bauen wir noch ein bisschen Licht, machen das noch ein bisschen heimisch. Ich glaube, da machen wir einen Strich drunter. Ich glaube, dann ist gut. Dann haben wir die Sachen gesehen, wir haben gesehen, dass es ein bisschen zu grindy ist. Ich muss mich nicht durch ein System quälen, wenn ich einfach merke, gut, die Luft ist raus für mich. Ich glaube, das ist okay. Wichtigste ist einfach, ich war dabei. Ja.
Wo sind meine? Ja, das ist der Multiplayer-Modus. Den gibt es einmal in Wüstenform, einmal in Sumpfform, einmal in Grasform. Also Wald. Die sind unterschiedlich schwierig. Ist eigentlich das gleiche wie das, was man solo macht, nur halt in der Gruppe. Der knallt einfach alles ab, ne? Den haben nicht. Tja, da war einer schnell. Also ich glaube, der, der diesen Zauber castet, der grindet hier gerade voll durch. Tja, wir können gar noch nicht. Achso, er hat nur eins aktiviert von mehreren, die wir müssen. Ich verstehe. Macht zwar nicht viel Schaden, aber mitsuchen kann ich ja. Aber könntest du doch schon lange bauen. Ist der gleiche Tisch wie die Karten. Ja, das könnten wir, glaube ich, ja. Steht jeder ein bisschen da, in der Hoffnung, dass jemand anderes das findet. Lol. Wo soll der letzte sein? Ich habe mich erschrocken. Dass der letzte ist offen. Sieht gut aus. Ja, es sind drei Abteile und dann kommt der Boss. Ich denke, da muss ich nicht viel erklären. Der Boss ist in der Regel eigentlich ganz cool, weil es ist entweder ein Riese oder ein Eod. Ich glaube zumindest, dass es hier ein Riese ist, aber in der Regel so schnell tot, dass ich ihn gar nicht sehe. Holz nehmen wir doch schnell mit, für mich ist es noch kostbar. Ja, Senden, sind die Zauber denn so cool, dass du sagst, doch, die lohnen sich? Das muss man unbedingt machen. Da ist er, der Sonnenriese. Da geht er, der Sonnenriese. Kann ich auch mal drüber aufschießen. Boah! Läuft es denn nicht? Wurde der dritte aus dem Sumpf. Genau, Sumpf gäbe es auch noch. Lebt mich jemand? Hallo? Da kommt jemand. Vielen Dank.
Oh, schön in Weiß. Okay, ich sehe schon, es gibt ein paar coole Zauber. Was war das, Heilung? Wo bin ich jetzt down? Ah, das waren die Bots, die mich down gemacht haben. Das war jetzt ein Multiplayer-Run. Immer das Spiel schon angenehm über die Zauber. Okay. Naja, ich habe sie bis jetzt nicht gebraucht, aber... Ja, das habe ich irgendwie übersehen mit den Zaubern. Weiß auch nicht so recht. So, dann gehen wir mal die Pistole kaufen, dann gucken wir, was wir brauchen für die Pistole. Wie hieß die denn jetzt? Nicht die hier. Wie hieß die denn? Webley. Das ist ein Revolver. Also dafür brauchen wir einen ausgezeichneten Tisch und einfaches Sattelgestell. Tja. Ah, warte schon. Und jetzt ist, glaube ich, ein Revolver am Ende der Story gekriegt. Soweit werde ich nicht spielen. Ich werde nicht fertig spielen. Scharfschützenzeugs. Na. Okay, für mich ist die Luft raus. Wir werden jetzt in eine Welt gehen, wo wir noch Eisen kriegen. Und dann werden wir als nächstes eine Baufolge machen. Dann werde ich das zu Hause noch schön gestalten. Und dann machen wir einen Strich drunter. Und unter Umständen werden wir bei Nightingale wieder reinschauen, wenn hier nochmal ordentlich nachgeliefert wurde. Wenn hier nochmal ordentlich geupdatet wurde, wenn hier der ganze Grind ein bisschen reduziert wurde. Ein deutlich besserer roter Faden questtechnisch aufgebaut. Ist, glaube ich, eine Aufgabe davon entfernt. Echt jetzt? Also ich muss eine Astrolabium-Karte freischalten. Was muss ich denn dafür machen? Keine aktive Quest. Also, dann nehmen wir das noch in Angriff. Aber das ist krass. Ich habe das selten, dass ich spüre, wie ich erschöpft bin von der Form des Grindes. Und der Unübersichtlichkeit mit der Anzahl an verschiedenen Ressourcen. Normale Barren, Ätzbarren, 1000 verschiedene Stäbe oder Formen.
passiert nicht häufig in Games. Also wir nehmen das mit, Beschichtung. Beschichtung primitiv. Hoffen, dass es das ist. Aufgestiegener Astro. Ja, aber wie schalte ich die frei? Es ist ein ausgezeichneter Tisch. Ausgezeichneter Verzauberungsfokus. Oder muss ich den in der Wacht zuerst kaufen? Wir reisen schnell zur Wacht. Vielleicht habe ich die Karte nicht gekauft. Okay. Nicht bei der falschen Karte. Und wie kriege ich eine aufgestellt? Dann habe ich sie wahrscheinlich nicht, oder wie? Dann würde mir nur einfallen, dass an dem einen Portal, wo wir rein sind, bei dem einen Händler mit dem Betan, also dem neuen Baustil, wo wir vergoldetes Holz gebraucht haben, dass der unter Umständen die Karte hat, weil bei der Quest, wenn ich mich richtig erinnere, die hat mich dahin geschickt und bei dem habe ich mich dann ein bisschen blau gemacht, was der so alles in der Liste hat. Und dann wird er wahrscheinlich diese Karte brauchen. Wir gehen da mal schnell gucken. So. Dann gehen wir nochmal hier rein. Was hattest du gesagt, wo es das Eisen gibt? Bei einer Versorgerwelt. Eine Versorgerwelt für Eisen. Versorgerkarte. Spielt es da eine Rolle? Wald, Wüste oder was auch immer? Ich mag Wald am meisten. Meine Waldkarte.
Ich meine, man kann schon unheimlich schön bauen, ne? So ist nicht. Und die Welt ist eigentlich schon verdammt schön dargestellt. So ist auch nicht. Also ich sag's nochmals. Das Grundgerüst vom Spiel ist super. So, gehen wir nochmal. Gucken. Ich meine, ich muss es scheinbar zuerst freischalten laut Quest. Ich frage, ob ich es da noch herstellen muss. Komm, ich war in der Folge in dieser Welt. Jetzt hopp. Ansonsten gibt's Prügel. Antiquarischer Sumpf, genau. So. Dann hatten wir da vorne den Händler. Gehen wir mal zum Händler. Wir hätten auch das ganze Haus von denen abreißen können, ne? Vom Händler. Was wohl scheinbar jemand gemacht hat. Oder rendert das einfach nicht richtig? Das rendert nicht richtig. So, Mr. Händler. Weiß übrigens auch nicht, warum die Wand fehlt. Ganz mysteriös, ne? Nicht krank werden, nicht krank werden. Los! Nein! Ich bin krank. So, also, ich brauche eine aufgestiegene Astrobularium-Weltkarte. Aufgestiegene Astro. Und da findet er mir nichts. Das heißt, ich habe die Karte noch nicht. So, jetzt müsste ich irgendwie herausfinden, wie ich an die Karte komme. Die Quest selber unter Tagebuch sagt mir, ich habe keine aktiven Quests mehr. Ja. Das heißt, ich muss irgendwie herausfinden, wo ich denn an die Karte komme. Und das Spiel verlangt von mir dann, dass ich durch die Welt schlendere. Um das herauszufinden. Wahrscheinlich hat es irgendeiner in diesen Wall of Texten gesagt, wo ich das finden soll. Dann muss ich mehrere Welten aufmachen. Irgendein Essenzhändler hat das. Aber ganz ehrlich, wir holen uns jetzt Eisen. Dann bauen wir unser schönes Zuhause zusammen. Dann werden wir bis den Rest unseres schönen Lebens. Whatever. Hier leben. Ja. Das ist dann unser neues Zuhause. So sieht das aus. Hätte ich hier noch was reingeschmissen? Nein, hier haben wir was gesucht. Zurücksetzen. Versorgerkarte. Das hier. Wenn ich da kein Eisen finde, dann werde ich aber grantig. Ich
Ich war ähnlich enttäuscht bei No Man's Sky, als No Man's Sky damals rauskam. No Man's Sky hat ein bisschen das gleiche Problem. Aber die haben sich echt gut gemacht. Da habe ich auch ein Let's Play von gemacht, wie sie sich verbessert haben. Also, Chapeau. No Man's Sky ist ein sehr, sehr cooles Spiel. So. So, ich nehme das mal schnell alles mit. Okay, dann gehst du halt nicht kaputt. Ist eher optional, wenn ich mit der Spitzhacke rausschieße, schlage. Am Ende entscheidest einfach du, ja? Susle! Machen sie auf, machen sie nicht auf. Ja, ja, nächste Folge bei Stream und so. Wir machen eigentlich nur die Innenanrichtung. Ich brauche dieses Eisenerz. Ich brauche sicher wieder zwei Barren oder so, ne? Florence, magst du eigentlich? Da ist auch Silber dabei, Magnesium. Ich habe gefühlt alles gefunden. Das kann ich schon offen. Ja, ich bin nicht mehr bei der Sache. Scheiße. Also, eine Versorgerwelt. Müssen wir hier Eisen finden. Frei nach dem Motto Weizenbrot. Also. Aber es laggt auch, ne? Das laggt hier zwischendurch. Also die Versorgerwelt, die sollte uns ja eigentlich gewisse Boni geben. Also Versorgerwelt, Eisen. Wo bist du? Wo Eisen? Vermutlich in der Höhle. Also suchen wir mal eine Höhle. Eine sogenannte Eisenerzhöhle. Würde mich wundern, wenn es jetzt einfach da oben läge. Oh, was ist, wenn meine Spitzhacke zu schlecht ist? Das ist Schiefer. Ne, das ist Gneis. Das sieht genauso aus wie Schiefer. Ja, ich weiß auch total, was Gneis ist. Das ist nämlich ein Erz. Keine Ahnung. Schön, hier haben wir wieder mal Zinn. Das ist Silber, I guess. Das ist auch nice. What the hell? Das ist Zinn. Das ist Schimmer. Oh, Edelstein. Frei nach dem Motto, ich habe keinen Schimmer, wo Eisen ist. Heieieiei. Chat, weiß einer von euch, wo man diese Astrolabium-Karte freischalten könnte? Hat einer einen Plan? Weiß irgendjemand... Vielleicht könnte in meiner Welt auch noch Eisen sein. Was da, wo ich gebaut habe. Da haben wir nämlich auch eine Höhle. Im Astrolabium-Laden vielleicht, du bist so klug. Du.
Man bin ich dankbar mit dieser Community. Man stellt eine Frage, kriegt eine seriöse Antwort, weiß sofort, wie es weitergeht und so. Es ist einfach Gold. Ja, ja, du tötest einfach irgendetwas. Die machen da schon, ne? Wo ist Eisen? Vielleicht da oben. Du bist gern hilfreich, ja. Und wie hilfreich du bist. Also Habu, das ist schon... Zinn! Zinn. Schade, dass ich mit meiner Bumsbeere natürlich nicht mehr weiß, wo ich Eisen dann abgebaut habe. Daneben eine Wasserfall, eine Höhle. Nee. Aber es sah von der Seite so ein bisschen aus, als ob Höhle wäre. Ich glaube, Höhlen sind auch nicht gekennzeichnet, ne? Obwohl, wir hatten es häufiger, dass in so einer Besetzung, dass es nach unten ging, ne? Und dann hatten wir so ein ganzes Tunnelnetzwerk da. Und da waren meistens Erze drinne. Ich habe sie bei Händlern in der verbesserten Welt gekauft, okay. Aber dann muss man halt wirklich, also, suchen. Das sagt ja keiner. Naja, das ist kein gutes Quest-Design, finde ich. Ich meine, ich habe ja gar keine Quest mehr, ne? Irgendwie, also. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Hä? Jetzt habe ich wieder eine Quest? War die nicht vorhin weg? Sie können die große aufgestiegene Welt bei einem aufgestiegenen antiquarischen Händler kaufen. Ich war doch vorhin gerade bei einem aufgestiegenen antiquarischen Händler. Der hatte die nicht. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Das ist alles wieder Schimmer. Was ist das, was ich brauche? Was ist das? Bernstein. Ach, schön. Schön. Ja, schön. Hacken wir uns durch alles. Warum ist das leer? Okay. Das, was ist das hier? Schwefel. Wir haben jetzt bald echt alles gefunden, ne? Außer Eisen. Noch die Truhe ist leer. Schön. Nicht so, dass sie zum ersten Mal hier sind. Ah, Kohle! Ja, das hat noch gefehlt in der Liste von den Dingen, die wir abbauen können, aber nicht Eisen sind. Freilich, klar. Also der Eindruck verdichtet sich langsam. Dass wir kein Eisen hier finden. Ich weiß nicht, ob ich die ausgezeichnete Aufwertungsbank herbekomme. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich habe sie in der Wacht gekauft. Ich weiß nicht, ob es abhängig vom Biom ist. In welchem Biom hattest du denn Eisen gefunden?
Sumpf. Okay, wir machen Folgendes. Wir machen eine antiquarische, aufgestiegene Karte. Und dann gehen wir in den Sumpf. Und dann werden wir da mit einem Essenzhändler reden. Und ich hoffe, dass der Nächste, den wir geladen haben, dann das Teil dabei hat, das wir brauchen. Damit wir die Quest vielleicht doch noch fertig kriegen. Ich bin verwirrt. Hier war doch beim letzten Mal nichts mehr drin. Oder habe ich da falsch geklickt? Aufgestiegene Astrobeladung. Aufgestiegene. So. Und dann einmal Sumpf. Ja. Oh, nee, das ist falsch. Also. Aufgestiegene antiquarische Karte. Hier war der Händler nicht hilfreich. Also, wir setzen das Portal zurück. Das heißt, die Karten nicht gefunden. Ich habe die doch gerade gemacht. Jetzt habe ich sie gemacht. Ich habe es abgebrochen vorhin. Weil ich langsam die Geduld verliere. Und mein Hund, der friert. Keine Ahnung. So. Wir sind gleich soweit. Es dauert nur einen Moment. Gar kein Problem. So, aufgestiegene Astrolabium-Karte. Wir kommen. Was brauche ich eigentlich alles für schöne Dings? Eine Linse, ein Docht. Eine Kerze brauche ich einfach nur ein Docht. Bronzebarren. Drei Barren und ein Docht. Da weiß ich jetzt nicht. Also so lichtquelltechnisch, okay. Ich habe gehört, beim Farmen erlangt man Geduld. Ja, manch einer sogar Erleuchtung. War es einfach zu groß für das, was gegeben wurde? Möglich. Aber wenn man bauen kann, muss man groß bauen. So will es das, das Bausche Gesetz.
Und wenn du Erleuchtung beim Farmen erlangst, dann brauchst du keine Beleuchtung mehr. Ja, aber nur die Reise. Nur die Reise zur Beleuchtung gibt dir Erleuchtung. Deswegen ist es notwendig. Es ist unweigerlich. So, das ist jetzt hoffentlich nicht die gleiche Welt. Was Dilla der macht. Ah cool, das ist zum ersten Mal was Neues. Aber... Nach mir die Sinnflut. So. Herr Sumpf. Geben Sie mal Eisenerz her, ja? Bin auf der Suche. Mann, hast du mich erschreckt. Lass mich in Ruhe, ich hasse euch. Ich will nicht mit euch spielen. Achso, die landen. Die fliegen und landen. Dann haben sie noch so ein hässliches Gesicht. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Es ist einfach die gleiche Welt. Es ist die gleiche Welt. Also er hat die gleiche Welt wieder aufgemacht, ne? Aber hat er jetzt ein anderes Sortiment dann dabei? Ich hätte es eigentlich wissen müssen, dass die gleiche Welt ist, weil ich ja das gesamte Gebiet gesehen habe. Aber ich habe das Ding doch zurückgesetzt und eine neue aufgemacht. Das bedeutet, er lädt mich immer hier rein. Aber wenn der die Karte ja gar nicht hat... Hast du dann die Karte? Also. Lese ich etwas falsch? Sie können die große aufgestiegene Astrolabium-Welt bei einem aufgestiegenen antiquarischen Händler kaufen. Wir befinden uns in einer antiquarischen Sumpfwelt. Die Welten sind nicht random generiert. Ja, das erschließt sich mir auch. Das heißt, ich müsste... Also ich kann den im Sumpf jetzt nicht finden. Ich müsste dann eine Waldkarte machen, um den unter Umständen zu finden. Oder wie, oder was, oder warum. Wo ist denn der zweite Händler? Ah, der ist hier hinten. Den habe ich gar nicht gesehen. Gut, dass du sagst. Dann gehen wir da hin. Zwei Händler, ja. Wie häufig wollt ihr bei mir noch landen? Das ist Sandstein. Auch das ist Sandstein. Auch das ist Sandstein. Ich mache einfach eine Doppelfolge draus. Ist jetzt nur mal so. Sieht doch total anders aus, ne? Das Eisen. Liegt es vielleicht hier so im Sumpf? Vergraben? Das da oben sieht vielversprechend aus. Gut. K3 Essenz erwerben.
Wir gehen mal schnell dahin. Habe ich nicht genug K3 Essenz? Also das heißt, ich überspringe den Part nicht, sondern muss aktiv nochmal K3 Essenz mitnehmen. Na dann. Ah, da oben gibt es Erze. Dann gucken wir mal. Die brauchen. Okay. Spawnt wieder irgendetwas. Gar nicht. Ja, dass ihr hier wieder einfach landet, kriegen wir tierisch auf den Sack. Ich will doch einfach nur Eisen, Mann! Bist du Eisen? Nein, Gneis. Quarz. Auch wieder nice. Vielleicht doch irgendwo in einer Höhle? Aber Höhlen werden auf der Karte nicht angezeigt. Das macht die Sache schwieriger. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir laufen mal dahin. Versuchen auf dem Weg noch herauszufinden. Also muss ich hier eigentlich Feinde töten? Ja. Ja, die Pilze leuchten, voll schön. Ja, das ist auch wieder nice. Aber unter Garantie. Ah, Kober. Schön. Ein bisschen Abwechslung. Das Eisen. Und ist meine Spitzhacke zu schlecht dafür? Ich habe Befürchtungen. Ich glaube, das war Eisen. Meine Spitzhacke ist zu schlecht dafür. Naja, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit müsste ich die dann upgraden. Gut, dann scheißen wir auf Pressglas. Spawnt ihr denn jetzt hier? Eisen ist kein 200er Erz, okay. Und was nicht Eisen? Eins haben wir. Ach scheiße, habe ich. Natürlich nicht. Gott, Eisen muss doch irgendwo sein, hey.
Vielleicht sieht es ganz speziell aus und es fällt mir nicht auf und ich bin schon tausendmal dran vorbeigelaufen oder so. Zu Haris muss ich das bringen. Okay, wir bringen das später zu Haris, der ist wahrscheinlich auf der Wacht. Agatha Haris, ja, Agatha Haris ist auf der Wacht, das weiß ich noch. Das darf doch nicht wahr sein. Wo ist hier Eisenerz? Ich merke gerade, dass ich richtig Puls langsam. Also wir machen so, wir laufen hier an der Küste entlang. Das müsste ja alles etwas höheres Gebiet sein. Vielleicht gibt es an einer Stelle irgendwo einen Höhleneingang. Und in der Höhle finden wir nur das Eisenerz. Ja. Versuchen wir jetzt ein bisschen mit Strategie anzugehen. Okay, das ist nicht erhöhtes Gebiet. Das hier scheint erhöhtes Gebiet zu sein. Ja, doch. Komisch eingezeichnet. Ja, ich weiß, dass überall Viecher spawnen. Ist ja gut jetzt. Hallo, dankeschön, Stufe 3 Sub, danke für 84 Monate, Mann. Holy moly, dankeschön. Wo ist hier kein Eisenerz? Kann das Deep Rock Galactic sein? Leider nein. Auch Zwerge können mir kein Eisen bringen. Ich kotze gleich. Habe ich schon gesagt, dass ich gleich kotze. Also wir haben Gneis gefunden, wir haben Kobalt gefunden, wir haben halt verschiedene Quarzsorten gefunden. Aber Eisen scheint erstaunlich selten zu sein. Und da ich leider auch nicht so genau weiß, wo. Also das ist wieder Gneis. Das sehe ich auch schon. Das ist Kobalt. Das ist Quarz. Das ist wieder Kobalt. Das ist ein roher Edelstein. Das ist Kobalt. Das ist Kobalt. Ich sehe auch keine Höhleneingänge. Achso. Ich meine, wir könnten. Ach. Ja. Ganz ein großer mit dann zwei Messern. Bring mir Eisenerz, das würde mich beeindrucken. Das scheint wieder Gneis zu sein. Es ist Gneis. Leider nicht der Scheiß, den ich suche, der Gneis. In welchem Biom ich gerade bin? Im Sumpfbiom. Im Sumpfbiom. Und laut meinem Chat soll hier Eisen sein. In der Wüste haben wir nämlich Kobalt gefunden und im Wald Zinn. Kobalt, Kupfer, Entschuldigung. In der Wüste gab es Kupfer und Silber.
Und in dem Dings gab es Zinn und noch irgendetwas. Und hier müsste Eisen sein. Irgendwo. Also, wir gehen noch diesen Hügel hoch. Wenn wir hier nichts finden, dann lasse ich es sein. Dann machen wir fertig. Dann. Also, dann scheiße ich auf Eisen. Dann kann ich das Spiel im Arsch lecken. Nice, wieder nice. Nein, ich weiß nicht, wie Eisen aussieht. Kobalt. 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 Nice. Ist nice vielleicht. Warte mal schnell. Nein, ja, Shape, bitte, sag mir, wo Eisen sein soll. Also suche ich hier überhaupt richtig? Oder wurde ich falsch informiert? Mit einer Jagdkarte in ein Sumpfgebiet umgeben. Kannst du sie mit Hilfe der Spitzhacke abbauen? Halte nach Gewässern Ausschau, um die richtigen Steine ausfindig zu machen. Ja, aber also halt nur in einer Jagdwelt und in der höheren Welt dann nicht mehr? Oder ist es nicht auf einem Hügel, sondern hier unten in solchen sumpfigen Dingern? Artikel ist 7 Tage alt. Ja, das wird schon stimmen. Oh, 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 oh. Es ist Schiefer. Ach, das ist Schiefer. Das ist Kobalt. Ich bin durch. Wir suchen uns eine andere Beleuchtungsmöglichkeit. Ich will aber zuerst mal schnell die Quest noch abgeben. Ich weiß noch nicht genau mehr, wo sie steht. Ah ja, das verdorbene Portal, ne? Das ist hier hinten. Agatha Harris. Und da bin ich froh, dass Agatha kein Fragezeichen hat. Oder ein Ausrufezeichen für da ist die Quest. Ah, hat sie, ja, aber nicht auf der Map. Okay. Hallo. Wir lesen das sowas von sicher durch. Aber safe. Danke. Sprechen Sie mit Alain Quatermain. So, Alain Quatermain. Alain ist hier drin. Ist Alain oben? Ja, Alarm muss oben sein. Ich vermute es. Ich finde das Spiel nach wie vor noch unheimlich schön. Es ist wirklich grafisch sehr, sehr ansprechend. Nein, Alarm ist nicht hier oben. Dort ist Freddy.
Wisst ihr, was ich auch frech finde? Dass ich das Eisen nicht kaufen kann. Ah, hier ist Alan Quatermain. Hallo. Kriege ich als Belohnung jetzt eine Pistole? Mir wurde eine Pistole versprochen. Okay, habe ich die Quest abgeschlossen? Habe ich das gekriegt? Nein? Okay. Was ist die nächste Quest? Keine aktiven Quests. Das heißt, ich bin fertig. Oder was? Okay. Habe ich als Belohnung irgendwas gekriegt? Im Sumpf soll man es finden. Ja, das Spiel darf selber im Sumpf sein und da mir den Buckel runterrutschen, weil ich habe jetzt lange genug gesucht und nirgendwo Eisen gefunden. Deswegen kann ich das Spiel mal. Ah. Okay, ich habe keine Pistole gekriegt. Eine Enttäuschung jagt die nächste. So, letzte Chance. Zinn, Schwefel, Quarz, Zinn, Kupfer, Zinn, Zinn, Hartholz. Quarz, gemeißeltes Granit, Ringelblume, Primitiv, Zinn, Stern, Schwefel. Find's schön, dass es alphabetisch geordnet ist. Nicht. Ziehelemente, Motor. Ist alles aus Zinn, Folie aus Gold, Gras. Ein Seil, Gold, Zinn, 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 Weichholz, Perle, Quarz, Dunkel. Okay. Wäre nur der Bauplan gewesen. Ach so, ich muss es noch selber. Ich dachte, ich kriege die Pistole sofort. Wir gehen zurück. Machen noch eine Baufolge zum Abschluss. Das war's. Wir haben die Quests durch. Hätte ich mich nur noch für eine Folge zusammengerissen, emotional. Nein. Das widerspiegelt, glaube ich, das Spiel recht gut. Es ist ein bisschen sehr zäh. Es ist zu zäh, es ist zu viel. Es kommt, glaube ich, auch... Also bei mir kam jetzt ein bisschen viel Frust auf, indem dass wir etwas suchen, was wir nicht gefunden haben. Also, ich meine, wir sind jetzt in diesem Eisensumpf-Dings umhergeirrt. Vielleicht bin ich noch dran vorbeigelaufen. Vielleicht bin ich einfach zu dumm, das zu sehen. Aber also wenn es mir passiert, wird es wahrscheinlich auch jemand anderem passieren. Das schafft natürlich Frust. Also ungeil. Von daher, ja, also da müssen sie echt nochmal an den Stellschrauben drehen. Und zwar deutlich. Das ist aber auch das, was ich ja schon im Verlauf des ganzen Let's Plays immer wieder mal angesprochen habe. Dass es teilweise ein bisschen vieles, was man grinden muss. Teilweise ein bisschen vieles, wo man suchen muss. Die Quests nicht so einen roten Faden haben. Man nicht unbedingt genau weiß, in welche Welt muss man. Und gerade... Wenn wir jetzt von einem Spiel reden, wo du mehrere Portale hast und du dann in die anderen Portale musst, wäre es vielleicht ganz gut, wenn da ein bisschen stärker, wenn man da ein bisschen stärker an die Hand genommen wird. Zumindest meiner Meinung nach. Gut. Wir werden jetzt in der nächsten Folge noch eine Baufolge machen. Ich werde einfach noch ein bisschen schön ausleuchten. Wir werden mit den Materialien arbeiten, die wir haben. Ich werde jetzt nichts mehr suchen und farmen und machen und tun. Und warten, bis alle Spieler ausgeruht sind. Ich bin ja wohl alleine in meiner Welt. Hä? Na gut. Ja, also wenn es mich absolut überkommt, werden wir das Eisen noch holen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden das mit den Leuchten, die wir da drin haben, ausdingseln. Gut. Nächste Folge noch eine Baufolge und dann machen wir den Strich drunter. Ihr habt Nightingale gesehen, ihr kennt meine Meinung dazu. Das Spiel hat sehr, sehr viel Potenzial, ein gutes Grundgerüst, wunderschöne Grafik. Es ist grundsätzlich von der ganzen Aufmachung her wirklich top. Es braucht noch einen ordentlichen Feinschliff, obwohl es ist eigentlich fast schon ein grober Schliff.
wo Grind und Co. abgeschliffen werden muss. Aber ansonsten ein sehr geiles Spiel. Gut, Like da lassen, Kommentar da lassen, gerne Feedback da lassen, wie ihr es findet. Oder ob ihr findet, dass ich ein bisschen über die Stränge geschlagen habe mit den Sachen, wie ich sie kritisiere. Ihr dürft da ganz ehrlich mit mir sein, ich kann damit umgehen, ist kein Thema. Ich bin froh um ehrliches Feedback, das ist mir viel wichtiger, als mir Honig ums Maul zu schmieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns noch in der letzten Folge von Nightingale, zumindest zu dem Early Access Teil, wo wir noch ein bisschen was bauen. Bis zur nächsten Folge.